Ja, Beziehung zum Fußball ist eine traurige Geschichte bei mir. Der Verein, mit dem ich als Jugendlicher groß geworden bin, spielt inzwischen in der 5. Liga. Das heißt, ich habe mehr Leid als Freud eigentlich erlebt in all den Jahren. Es ist mir sehr stark ans Herz gewachsen, all das, was ich da auch in den 80er Jahren erlebt habe in Krefeld. Also ich war zum Beispiel einer der Zuschauer bei dem legendären Spiel, das von der Fußballzeitschrift Elf Freunde zur Mutter aller Fußballspiele gewählt worden ist, und bin dann am Ende dieses Spiels von einem Ordner persönlich aus dem Stadion geleitet worden, weil ich den Ort des Geschehens nicht verlassen wollte und gesagt habe, ich muss hier übernachten, das geht gar nicht anders nach dem, was wir hier erlebt haben. Wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Das hat ganz viele Facetten, die Beziehung von Fußball und Bildung. Man kann vielleicht einfach sagen, Fußball hat mit Bildung so viel oder so wenig zu tun wie das Leben. Ja, wir haben da wie immer ein besonderes Layout auch dafür gemacht, weil diesmal ein Fußballfeld mit dem DEE Fußball und Bildung als Themenschwerpunkt. Ja. Die Situation, dass wir gesellschaftlich einen Lernanlass im Grunde genommen für die gesamte Bevölkerung hatten. Es gab also mit der Durchführung der Fußballweltmeisterschaft bestimmte Herausforderungen. Die Gesellschaft sollte sich als weltoffen präsentieren. Es gab den Bedarf, dass viele im Dienstleistungsbewerbe Sprachen lernen mussten, um entsprechend dieser internationalen Situation bestehen zu können. Das war für uns Anlass, im Grunde genommen mal danach zu fragen, welche Beziehungen gibt es denn alle zwischen Fußball und Bildung? Der lernt natürlich, sich in einer Gruppe zu behaupten. Der lernt, mit Erfolgen und Enttäuschungen in Konkurrenzsituationen umzugehen. Wir müssen natürlich jetzt nochmal so ein bisschen unterscheiden, Breitensport, Leistungssport. Die Dinge, die ich jetzt gerade benannt habe, sind natürlich Kompetenzen, die sehr stark in Richtung Selbstbehauptung auch in der Leistungsgesellschaft gehen. Die Frage ist, bis zu welchem Grad will man das? Gibt es im Breitensport möglicherweise auch Gegengewichte, also dass da eher abgesehen vom Fußballspielen auch ein positives Teamspirit, positives Teamerleben erlernt wird, Beteiligung am Gesamterfolg, solche Dinge, oder auch verlieren lernen, ja. Und wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der furchtbar fußballverrückt ist, könnte ich eine Fülle von Dingen aufzählen, die er jetzt im Grunde genommen über den Fußball eigentlich erlernt hat. Das geht damit los, Tabellensituationen so zu errechnen, dass man jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Europameisterschaft, die gerade läuft, vorhersagen zu können, welche die besten Gruppen Dritten sein werden, die weiterkommen werden. Sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, erfordert ein bestimmtes mathematisches Verständnis, dass er sich dann gerne bereit ist anzueignen, wenn es um dieses Thema geht. Oder ökonomische Zusammenhänge sind auch von großem Interesse. Da gibt es zum Beispiel ja die Frage, warum ist die Premier League in England in der Lage, ein Vielfaches von Transfersummen zu zahlen gegenüber der Bundesliga beispielsweise? Woran liegt denn das? Das fragt mich mein Sohn. Und ich versuche ihm darauf eine Antwort zu geben, und der Sohn entsteht bei ihm langsam ein Verständnis davon, welche Rolle Fernsehgebühren spielen, welche Rolle Werbung spielt. Also es gibt unzählige Facetten von Dingen, die man rund um das Hobby Fußball lernen kann. Aber grundsätzlich kann man sich natürlich eine Menge abschauen davon, was sind die Voraussetzungen, wie muss ich einen Spieler, wie muss ich also einen Lernenden möglicherweise behandeln, wie muss ich ihm entgegentreten, um ihn zur Höchstleistung im Grunde genommen anzuspornen. Also wenn Löw 2014 Götze gesagt hat, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi, dann war das im Grunde genommen die ideale Grundeinstellung, ihn da jetzt in die Schlussphase dieses Weltmeisterschaftsfinales zu schicken und vorzubereiten, dass er in der Lage war, dieses entscheidende Tor zu erzielen. Das hat natürlich sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun, mit Motivationsstrategien, wo man eben entsprechende Dinge übertragen kann. Oder wann funktioniert, mit welchen Vertrauensgrundlagen funktioniert Team Spirit?
Das hat natürlich damit zu tun, dass man als aktiver Fußballer eigentlich eine Menge Kompetenzen erlernt, die auch beim Bewältigen von sonstigen Lernsituationen von Bedeutung sein können. Das heißt, wenn man im Leistungsbereich Fußball spielt, lernt man sich durchzubeißen, man lernt sich anzustrengen, man lernt auf Erfolg zu warten. Das alles sind personale Kompetenzen, die einem auch beim Erwerb von Bildungsabschlüssen helfen. Insofern geht das sogar Hand in Hand und es gibt nicht entweder man ist gebildet oder man spielt Fußball. Generell kann man vielleicht sagen, die Mannschaft mit der höchsten Bereitschaft, aus den eigenen Fehlern der Vorrunde zu lernen.